Zum zweiten Mal nach 1999 reist der Liechtensteiner Fußballnationalmannschaft zum offiziellen Qualifikationsspiel nach Aserbaidschan in die Hauptstadt Baku und unter frenetischem Jubel von den gut 20'000 Besuchern würden die beiden Mannschaften empfangen. Kurzer Blick zurück in die Statistik. 1999 hat es 4-0 gegeben für die Gastgeber. Da hat man natürlich eine Korrektur anbringen und entsprechend ist Liechtenstein noch gestartet. Aber die Gastgeber haben von Anfang an aufs Tempo gedrückt und schon relativ früh in der 5. Minute die Liechtensteiner Abwehr in Bedrängnis gebracht. Peter Jehle, dem Abend hervorragend aufgelegt, hat in Extremis mit der Hilfe von seinem Innenverteidiger Martin Stocklasen können klären. 12. Minute, nur wenige Minuten später, ein Freistoß für Aserbaidschan, ein langer Ball in 16er für den Liechtensteiner. Der Ball wird verlängert und Torjubel, aber der bulgarische Linienrichter hat sofort die Fahne gelupft. Abseits, und man sieht es in der Zeitlupe ganz klar, der Offensivmann von Aserbaidschan, 2 Meter im Abseits und darum Entwarnung auf der Seite der Liechtensteiner. Ein weiterer Abschlag hat dann die nächste Chance gebracht für Aserbaidschan. Der Goalie kickt den Ball in die gegnerische Hälfte. 3 Liechtensteiner sind dort an Offensive von Aserbaidschan. Er bringt den Ball glücklicherweise nicht vernünftig unter Kontrolle und jagt ihn in den Nachthimmel von Baku. Dann haben wir noch die erste Situation für die Liechtensteiner offensiv ausgelöst von Martin Büchel, einem FCZ-Profi. Er probiert es mit einem Witschuss, das, was ja Aserbaidschani probiert haben, zum Überwitschuss zum Abschluss zu kommen. Kurze Zeit später wiederum kommt der Ball zum Martin Büchel nach einer Vorlage von Michele Polverino, der dann in der Pause ausgewechselt werden musste. Seine Wadenverletzung hat ihn zu arbeiten gemacht und der Ball, wie gesehen, im Bild. Ein bisschen zu hoch angesetzt, ein bisschen drall, von dem her Gefahr für den Goalie von Aserbaidschan. Auf der anderen Seite, kurzer Prozess machen es die Spieler von Berti Vogt, der deutsche Trainer hier in Aserbaidschan. Sie probieren eben mit Witschuss zum Erfolg, aber der Peter Jehle hebt dagegen. Wir sind in der zweiten Hälfte und jetzt kommt Rohrer am Ball. Neu im Spiel, wie erwähnt, für den Michele Polverino und seine erste Offensivaktion dann gerade mit einem Corner krönt, wo er gerade selber schiesst, von der rechten Seite rein, probiert seine Mitspieler zu finden. Der Corner reisst ein bisschen ab, bleibt aber in der Reihe von der Liechtensteiner, aber dann der Abschlussversuch, der ist zu hoch und geht drüber. Und nachher geht es eigentlich gleich weiter wie in der ersten Hälfte. Aserbaidschan drückt aufs Tempo, auch angeführt, also von wirklich frenetischen Zuschauern. Unglaubliche Stimmung, man hat so ein Wort kaum verstanden. Andi Gerster macht einen Foul, 25 Meter vor dem Goal. Es gibt einen Freistoß für die Gastgeber, eine gefährliche Distanz. Und der Peter Jehle wird geprüft, pariert den Ball nach vorne und dann nachher symptomatisch eigentlich für das Spiel von der Liechtensteiner im Teamwork bringt man den Ball aus der eigenen Reihe. Der Peter Jehle, der geschlagen gewesen wäre, und vor ihm rund der Andi Gerster auf. Dann der Mario Frick in der eigenen Defensivzone. Er macht den Foul. Der Martin Büchel will das nicht wahrhaben. Und der bulgarische Schiedsrichter greift zur Brusttasche und er zeigt es jetzt noch ganz klar an mit seiner Handbewegung. Er nimmt den jungen Rugella zur Seite und sagt: Kollege, schnorren bei mir geht nicht. Oder eben Karton schon, gelbe Karte als Negativbelohnung. Das gibt aber wiederum eine offensive Chance, natürlich ein Freistoß für Aserbaidschan, wo jetzt doch schon die ein oder andere Standardsituation können ausführen konnte. Aber der Ball zum Glück für Liechtenstein am Goal vorbei. Blick nach vorne auf die andere Seite, Thomas Beck mittlerweile auch im Spiel. Und der Thomas Beck lanciert den Mario Frick im Duell mit dem Schlussmann von Aserbaidschan. Und das wäre sie gewesen, nicht entgegen dem Spielverlauf. Liechtenstein hat tapfer kämpft und wirklich um einen Punktgewinn in Aserbaidschan kämpft und hat können kontern. Und das wäre natürlich absolut die Sensation gewesen, wenn es aufgegangen wäre. Aber der Verteidiger klärt für den Goalie, der geschlagen gewesen wäre, der anschliessend Corner, der bringt dann höchstens ein bisschen Verwirrung in die Abwehr von Aserbaidschan. Offensiv kein Resultat für Liechtenstein. Jetzt ist das Spiel aus und man kann sagen, der heiße Tanz am Kaspischen Meer geht zu Ende. Geht zu Ende mit einem Erfolgserlebnis. Liechtenstein spielt zu Null. Ganz, ganz wichtig nach dem letzten Spiel. Und vor allem Liechtensteins Team von Bidu Zaug holt den ersten Punkt in der laufenden WM-Quali.